Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Let's Play Minecraft. Wir haben gestern im Stream hier ein bisschen mit dem Lager angefangen. Ich habe nach dem Stream noch so ein bisschen weitergemacht. Ich habe ein bisschen was einsortiert. Ich war auch extra in einem Pilzbiom. Das haben wir ja bei unserem Skyblock. Ich habe die Koordinaten von dem Netherportal rausgesucht und bin da mal hingelaufen. Hab ein bisschen was geholt. Ich habe die kompletten Rahmen alle angebracht. Wir sehen also auch direkt, was in den Kisten drin ist. Und wir können ja spaßeshalber mal reinschauen. Die haben sich auch schon sehr gut gefüllt. Ich habe auch von jedem Stein praktisch an der Steinsäge mal ja, sämtliche Variationen hergestellt. Hier auch mit dem Mossy Stone. Da ist jetzt überall ein bisschen was drin. 4 Slots hätten wir hier noch. Als nächstes würde ich weitermachen mit dem normalen Stein, also so wie er da ist. Den könnten wir noch einsortieren und dann müssen wir aber erst weitermachen, ja, indem wir, okay, das sind alle Variationen. Ja, danach geht es weiter mit dem Lager. Wir müssen noch mehr Lagerkapazität bauen. Das ist zwar nicht so spannend, aber es muss passieren. Dann hätte ich gesagt, wir machen hier wieder erst alle 3 Blöcke. Dann fangen wir an mit den Treppen. Davon gibt es ja nicht so viele, dann die Stufen und dann wieder die Mauer. Das heißt für mich allerdings erst einmal, ich behalte mir einen Stein im Inventar. Jetzt wird es auch spannend, denn dieser Stein ist ja vom Prinzip auch unser Platzhalter, nur umbenannt. Wenn er jetzt hier ankommt, ohne Probleme zu machen, dann funktioniert unser Platzhaltersystem. Und kommt er an? Das kann natürlich ein bisschen dauern. Da oben sind etliche Trichter. Ich hoffe, das klappt alles und unser System geht jetzt nicht kaputt. Aber bisher schaut es doch ganz gut aus. Jawohl, es kommt auch an, da wo es ankommen soll. Das heißt, wir können hier den Rahmen bestücken. Und dann kommen als nächstes die normalen Steinvariationen. Und wir können hier schon wieder einen Haufen einlagern. Ich habe auch die Einlagerung ein bisschen optimiert. Diese Kiste wird jetzt mit 2 Trichtern leergezogen. Wir haben unten auch 2 Werfer, einfach um die Schlagzahl so ein bisschen zu erhöhen. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt mal ein bisschen Variation. Das hier ist der einzige gemeißelte Steinziegel. Den würde ich dazwischen machen. Und dann die normalen Steinziegel. Davon haben wir nämlich auch Sachen wie eben die Treppen, die Stufen und ja, ich glaube, das war es auch schon. Sollte gleich hier ankommen. Ich warte mal eben. Das lässt mir immer keine Ruhe. Ich muss da permanent dabei sein und schauen, ob auch wirklich alles funktioniert. Und bis das ankommt, kann ich, glaube ich, auch mal die Musik wieder leiser machen. Irgendwie kommt mir die gerade so ein bisschen laut vor. Oder? Ich denke, so ist in Ordnung. Gut, da sehen wir auch schon, es kommt an. Klasse. Als nächstes Steinziegel. Also nicht in die Kiste, sondern hier erstmal an die Säge. Normale Steinziegel. Ich behalte mir wieder einen im Inventar für den Rahmen. Der Rest soll sortiert werden. Und damit bekommen wir dann da vorne diese Kisten schon wirklich, wirklich ein ganzes Stück weg. Denn Stein dominiert da. Natürlich kommt noch der glatte Stein. Aber den Großteil, wenn wir das haben, können wir halt schon einsortieren. Dann kommen natürlich noch die Erze. Die sollen dann ja wahrscheinlich hier in die Richtung. Und ich überlege, ob ich nicht hier gegebenenfalls einfach Werkzeuge mache. Dass wir da ein bisschen was auf Vorrat machen. Nicht, weil wir es jetzt brauchen, sondern einfach nur, um das hier zu bestücken. Denn ich glaube, mit den Erzen kriegen wir maximal diese Reihe voll. Ist so eine Vermutung. Ich bin natürlich nicht sicher. So, dann kommen jetzt die ersten Treppen. Also eigentlich nur ein Satz Treppen, weil wir keine Kapazität mehr haben fürs Lager. Also normale Steintreppen. Einsortieren lassen und dann brauchen wir erst wieder Platz. Aber wir können eben da vorne schon einige Kisten leer machen. Das ist
absolut in meinem Interesse. Einerseits habe ich natürlich die Kisten schon ein bisschen, bisschen eingeplant hier für das Lager. Da spare ich mir ein bisschen Holz, was ich erst erfarmen müsste. Und ja, wie gesagt, diese Halle in der Mitte, die soll ja auch irgendwann mal leer sein. Aber wir sehen auch, es dauert inzwischen schon wirklich, wirklich lang, bis hier überhaupt etwas ankommt. Ja, das war ja fast klar. Wir haben hier einfach schon extrem viele Kisten. Es muss einen riesen Weg machen durch diese ganzen Trichter, wenn wir mal ganz hinten ankommen. Also wenn das Lager fertig ist, dann wird das wirklich lang dauern. Einfach nur, weil es ja eine ewige Strecke an Trichtern ist, die da erstmal durchschritten werden muss. Komm, rein da. Dann die nächste Kiste. Wir müssen bloß immer aufpassen, dass hier keine Platzhalter drin sind. Aber ich glaube, die hatte ich schon alle rausgenommen. Das hier dürfte alles nur noch Stein sein. Die Platzhalter sind alle da drüben. In den Schalker-Kisten. Ein paar habe ich jetzt nebenbei auch nochmal umbenannt. Deshalb sind wir auch schon wieder ohne Level. Aber man muss eben tun, was man tun muss. So, unter anderem eben hier alles leeren. Treppen können wir auch schon machen, bloß die Stufen, die dürfen wir noch nicht einführen. Die sind nämlich noch nicht da. So, Treppen, Steinziegel können wir auch schon komplett einsortieren. Das heißt, wir kriegen hier wirklich jede Menge Kisten leer. Einmal. Ich bin gespannt, wie viel am Schluss hier überhaupt noch steht, wenn wir durch sind. Und wie voll unsere Lager dann am Ende überhaupt sein werden. Wir haben ja die Kapazität auch gut erhöht. Von, ich glaube, 6 Doppeltruhen auf 10. Und wenn das Lager fertig ist, würde ich gerne unten praktisch bei manchen Sachen, wie zum Beispiel bei Cobblestone. Kommt dann unten noch ein Auslass hin, warte, Cobblestone ist hier, den wir vom Zentrallager aus schalten können, dass hier einfach geleert wird und das läuft in einen Industrieofen. Genauso machen wir das natürlich bei Sand und bei glattem Stein und natürlich bei allen Erzen. Sonst viel mehr braucht man nicht. Wir könnten das Ganze natürlich dann auch nochmal zusätzlich mit den Kakteen machen, falls wir einfach mal Kaktusgrün brauchen. Ist zwar eher unwahrscheinlich, nutzt man nicht so oft, aber einfach nur, dass wir die Möglichkeit haben, um eben alles automatisiert schmelzen lassen zu können. Achso, die brauche ich ja gar nicht mehr da reinpacken. Hier haben wir noch mehr. Das wird auch lange dauern. Davon hatten wir schließlich 5 Doppeltruhen voll. Oder 6 oder... Nee, ich glaube es waren 5. Wegen den Treppen und so. Jetzt ist hier auch schon gar kein Platz mehr. Das wird jetzt alles ein bisschen dauern. Bis es mal soweit ist. Wir werden zwischendrin immer wieder mal ein bisschen auffüllen. Aber erfahrungsgemäß dauert das jetzt in etwa... Ja, 2-3 Stunden, bis das überhaupt durchgelaufen ist. Am Anfang... Weil jetzt einfach sehr viel auf einen Schlag kommt, ist das halt so eine Sache. Im normalen Spielbetrieb, wenn wir einfach nur irgendwo einen Raum ausheben und das da reinschmeißen, dürfte das, denke ich, kein Problem sein. Aber jetzt momentan ist das halt alles sehr geballt auf einen Schlag. Die Trichter hier können wir auch alle füllen. Möglichst viel gleich hier reinbekommen, das wäre mein Ziel. Dann können wir nämlich leere Kisten jetzt schon abbauen. Und das mache ich auch gleich. Einfach damit wir auch sehen. Guck mal, hier ist schon alles leer. Das musst du gar nicht mehr machen. Du hast schon so viel geschafft. Das ist so praktisch meine Motivation. So, die Stufen, die lagere ich jetzt mal um. Die hier ist auch komplett leer. Hier ist noch ein bisschen was drin. Das machen wir dann. Und ihr seht, es wird halt hier wirklich schon immer weniger. Wir können natürlich dann hier hinten auch wieder, da ist ja auch noch sehr viel Stein drin, das kann auch alles raus. Bis jetzt habe ich bloß das alles rausgepackt, was wir
schon ja, einsortieren konnten. Die vier Items, die kamen jetzt gerade erst dazu. Und dann würde ich sagen, fangen wir doch für diese Folge nochmal an. Hier gleich mit dem nächsten Gang, das wäre dieser hier. Der hier kommt vermutlich erst ganz zum Schluss, es sei denn... Ja, na, wäre blöd. Ich müsste eigentlich hier durch, da müsste... Ja, nee, das hier wird praktisch die letzte Truhe. Vielleicht nutzen wir die dann auch am Ende erstmal so als Überlauf. Wobei ich den Überlauf hier in einen separaten Raum packen wollte mit Entsorgungsmaschine. Das heißt, die hier kommt weg. Das wird nicht mehr gebraucht, weil wir sowieso alles nur noch in den Input schmeißen. Wir müssen ja nichts mehr wegschmeißen, was wir nicht mehr lagern können. Das geht hier durch und wenn wir es nicht mehr lagern können, läuft es hier rüber erstmal in den Input und dann per Schalter, dass es dann entsorgt wird. Dann kann ich nämlich die Inputkiste nochmal durchschauen, also diesen Overflow raussortieren, was ich vielleicht doch noch brauche. Und dann lege ich einfach den Schalter um, die Kisten werden geleert und die Items verschwinden. Deshalb, ich weiß momentan noch nicht, wie ich es dann mit dieser Reihe mache. Gut, jetzt wollen wir aber hier erstmal weitermachen. 1, 2, das ist der Gang in der Mitte und dann kommen hier immer diese 5er Blocks hin. Das sind 5. Hier genauso. Dann müssen wir natürlich wieder viele, viele Trichter setzen. Manche von euch waren vielleicht gestern mit im Stream, haben es mitbekommen, wie das Ganze abläuft. Ich zeige es jetzt für die, die das eben nicht mitbekommen haben. Und die auch keine Lust haben, den Stream, der heute um 6 Uhr früh, wie immer, pünktlich erschienen ist, auch hier auf YouTube zum Nachschauen. Aber manche wollen ja vielleicht nicht unbedingt hier komplett 3 Stunden am Stück schauen. Deshalb hier nochmal so eine kleine, grobe Erklärung, wie das Ganze überhaupt abläuft. So. Dann müssten wir... Ja, die Reihe müssten wir eigentlich gleich mitziehen. Denn die Trichter gehen hier ja durch beide Dinger durch. Genug Truhen sollten wir haben. Und wenn nicht, dann müssen wir halt demnächst sowieso bald wieder farmen. Aber wenn die Reihe angeschlossen ist, können wir diese hier gleich mitmachen und die hier auch. Das heißt, wir haben ja hier nochmal 25 Einheiten, die aber momentan gar nicht angeschlossen sind, weil die Trichter halt erst in diese Reihe müssen. Ich habe erst überlegt, ob ich praktisch diese Seite komplett in Schlangenlinien durchführe und dann von hinten auf dieser Seite zurück, aber... Ja, ich glaube fast, dass wir nicht mal alle Kisten voll kriegen. Deshalb möchte ich alles von vorne bis hinten. Und wenn hinten, wenn wir keine Items mehr haben, dann bleiben hinten die Kisten einfach leer. Oder als Zusatzspeicher für beispielsweise Stein. Einfach weil wir davon immer sehr, sehr viel haben. So, hier habe ich eine Doppeltruhe zu viel. Das soll ja alles optisch auch natürlich zusammenpassen. Und gegebenenfalls, wenn wir die beiden Reihen hier fertig bekommen, würde ich heute mit euch einmal ein bisschen Holz farmen, um diesen Gang auch ja, vom Ausbau dekorativ schon mal komplett fertig zu machen. So viel zu den Plänen für heute. So, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Das ist die Anzahl an Doppeltruhen, die wir für jede Kiste hier nutzen wollen. Also 10 Einheiten. Also ja, 10 Doppeltruhen pro Item, das sind um die 33.000, wenn ich das noch richtig im Kopf habe, Blöcke pro Item einfach. Das ist wirklich viel. Natürlich ist auch der Aufbau vom Lager ziemlich viel, es ist aufwendig, wir haben hier bisher schon einige Stunden verbracht. Und es werden noch einige mehr. Das muss man sich halt auch alles vor Augen führen. Es ist wirklich, wirklich viel Arbeit, ein so übertrieben großes Lager zu bauen. Und hier habe ich schon wieder einen Fehler gemacht, aber das bessere ich dann mit dem nächsten Kistenblock aus. Normalerweise lasse ich mir nämlich immer eine Kiste hier frei, wo ich mich einfach nach oben arbeiten kann. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10. Ich kann aber jetzt auch ganz einfach wieder hier hoch.
Das heißt, das ist gar nicht so schlimm, wenn da mal ein kleiner Fehler passiert. Außer wenn sowas hier ist. Die Kisten müssen natürlich schon alle richtig rum sein. Damit das Ganze am Ende auch wirklich gut funktioniert. Nicht, dass wir dann plötzlich bloß noch eine Kiste als Puffer haben und keine Doppelkiste. So wie jetzt. Man muss die immer sehr gut setzen. So, dann können wir hier wieder runter, machen den nächsten Block fertig. Soweit wir eben gerade nach oben kommen. Einfach Stück für Stück. Und ich denke, da werden wir auch noch diese und vermutlich die nächste Folge brauchen, nur um das hier so weit voranzutreiben, dass dieser Gang ja auch effektiv lagern kann. So, und ich würde sagen, wir machen das einfach jetzt generell so, weil diesen einer Aufstieg da, den vergesse ich sowieso grundsätzlich jedes Mal. Dann können wir hier einfach durchziehen und haben bald das vermutlich größte Lager, was einige je gesehen haben. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Es ist auf jeden Fall das größte Lager, was ich jemals gebaut habe. Ich hatte zwar schon mal ein sortiertes Lager, aber erstens mit viel, viel weniger Kapazität und auch auf sehr viel weniger Items ausgelegt. Und das war aber noch, wow, das war glaube ich noch Jahre, bevor ich überhaupt über Let's Plays nachgedacht habe. So lang ist das schon her. So, zwischendurch müssten wir natürlich immer wieder mal was essen. Ich denke, auch der Optik wegen würde ich diese Kistenreihe hier dann auch noch fertig machen, auch wenn sie nicht angeschlossen ist. Gegebenenfalls bereite ich die Trichter dafür zumindest vor, dass wir dann das nur noch an den Kreislauf eben ranpacken. Ja, ich kann auch an sich das komplette Sortiersystem dazu schon fertig machen. Ich kann ja einfach Platzhalter so weit reinmachen, dass eben nichts mehr aufgenommen wird. Es sei denn, ich möchte das. Ich habe das volle Entscheidungsrecht über dieses Lager. Ich habe praktisch die Macht, mit diesem Lager zu tun, was ich möchte. Geil. Natürlich habt ihr auch so ein bisschen Macht. Ihr dürft ja grundsätzlich hier immer mitentscheiden, wenn ihr Ideen habt oder Vorschläge oder Wünsche. Dann gehe ich da sehr gerne drauf ein. Aber gut, was wollt ihr groß bei einem Lager entscheiden? Das ist halt, ja, ein paar Kisten. Komm, pack mal das rein. Und dann sage ich einfach, ja, habe ich doch schon. Guck hier. Denn ich möchte jedes einzelne Item, was es überhaupt gibt, erstmal besitzen für ein Museum, was wir später noch bauen. Und dementsprechend möchte ich natürlich auch jedes einzelne Item, was es gibt, einlagern können. Momentan ist das einzige Item, was ich da rausnehme, Sachen wie das Drachenei. Auf dieser Welt existiert es momentan nur ein einziges Mal. Wir werden natürlich den Enderdrachen bestimmt nochmal zurück ins Leben holen, um ihn dann einfach zu töten. Vielleicht gibt es ein zweites Ei. Dann bräuchte ich aber nur, um es einlagern zu können, eigentlich nochmal eins. Weil ich brauche eins fürs Museum, eins für das Sortiersystem und erst dann würde das Ei praktisch in der Lagerkiste landen. Und nur dafür jetzt noch zwei, dreimal den Enderdrachen zu besiegen, weiß ich nicht. Davon mal abgesehen, wollen andere Mitspieler mit Sicherheit bei einem Enderdrachenkampf auch mal ein Ei bekommen, um sich das irgendwo dekorativ hinzustellen. Da wäre es ja egoistisch, wenn ich sage, nee, ich brauche jetzt erst so viele Eier, um da mein Sortiersystem zu bestücken. Dafür ist das Lager dann doch nicht wichtig genug. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Natürlich, wenn wir das öfter machen, kann man das ja immer noch nachträglich einfach dazu packen. Oder vielleicht mache ich auch offscreen 2, 3 mal den Drachen, nur zu diesem Zweck. Aber da sehe ich halt zumindest diese Notwendigkeit nicht so sehr darin.
Das wäre so ein kleiner Zusatz, der aber nicht sein muss. So, hier hatte ich eine zu wenig. Ein Glück ist das nochmal aufgefallen. Und dann machen wir den Gang hier auch noch durch. Da kommen wir doch relativ gut voran. Da kriegen wir zumindest in dieser Folge diesen Kistenabteil fertig. Den hier könnte ich vielleicht noch schnell zwischen den Folgen machen, wobei viele haben ja gesagt, sie würden sich das Ganze auch anschauen, wenn ich Riesenlöcher aushebe. Wäre zwar jetzt nicht unbedingt meine Anliegen, aber vielleicht ist das jetzt wirklich was, was wir mal ein bisschen mehr in den Folgen machen, auch wenn es vielleicht nicht ganz so spannend ist, aber man kann ja nebenbei einfach ein bisschen quatschen. So, diesmal war es falsch, weil diesmal muss ich hier hoch. Und so Sachen wie eben das Holz für die Kisten farmen, das werde ich ja weiterhin offscreen machen. Ich werde es bloß einmal in der Folge kurz zeigen, damit ihr auch seht, dass es sich wirklich lohnt, das offscreen zu machen, dass ihr das ganz bestimmt nicht mit anschauen möchtet. Das ist nämlich echt, ja, ziemliche Scheißarbeit eigentlich. Ich war da bis jetzt, glaube ich, 10, 12 Stunden drüber. Nur für die Kisten, die wir jetzt haben, und das waren in etwa 40%. Also es fehlen immer noch sehr, sehr viele. Und dementsprechend könnt ihr euch jetzt sicherlich auch vorstellen, wie lange das Ganze in etwa dauern wird. Noch unendlich lang. Gut, dann könnten wir jetzt hier die nächsten Kisten schon anfangen. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und ja, da mache ich den einen Block noch fertig und in der nächsten Folge geht's dann halt weiter. Ah, ich hasse es immer, wenn man aus Versehen eine auslässt. Das ist nämlich meistens nicht so gut. Oft verdreht sie sich dabei und wird dadurch nicht zu einer Doppelkiste. Also so wie jetzt, wenn ich jetzt hier noch eine ranpacke, dann wird das keine Doppelkiste. Dann wären das zwei einzelne, das heißt, die hintere würde zwar gefüllt werden, aber die vordere nicht. Das wäre sehr schlecht. So, die oberen zwei Reihen mache ich erstmal so, da komme ich nämlich besser ran. Und jetzt kann ich mich hier einfach hinstellen, ohne mich groß zu bewegen, weil ich ja die ganze Zeit schleichen muss. Und füll das hier auf. Dann gehen wir hier nochmal hoch. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dann darüber. Wie gesagt, den Block machen wir jetzt noch schnell fertig. Und dann sehen wir morgen, wie es weitergeht. Höchstwahrscheinlich machen wir dann morgen ein bisschen diese Anschlüsse. Ich zeige nochmal, wie das Sortiersystem grundsätzlich überhaupt funktioniert. Und ja, dann wäre es das für heute gewesen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Nachmittag. Vergesst nicht, morgen wieder einzuschalten. Und bis dann. Ciao.